Hoffenheim kickt Schreuder, Abraham und Ramos bleiben, Thiago Silva und Benedikt Höwedes allerdings nicht. Lass mich nur sagen, mein Name ist Nico. Herzlich willkommen zu den verspäteten Daily News an diesem wunderschönen Dienstag. Verspätet, weil, ja, mein technischer Betreuerstab nicht in der Lage war, Batterien vom Mikrofon aufzuladen. Ich bin sauer auf mich selbst, denn das war mein Fehler. Sorry. Die TSG Hoffenheim und Alfred Schreuder trennen sich mit sofortiger Wirkung. Das kommt jetzt erstmal überraschend, wenn man auf die Tabelle schaut. Wenn man Hoffenheim allerdings in dieser Saison beobachtet hat, was sie für einen Fußball spielen und was Alfred Schreuder zum Teil für Entscheidungen trifft, kommt es dann doch gar nicht mehr so überraschend. Die nächsten Spiele wird ein Trainerteam übernehmen, bis zum Ende der Saison. Dann wird man sich neu orientieren. Jetzt fragt man sich, was ist da vorgefallen? Wir wissen es nicht. Aber die Aussagen der TSG-Verantwortlichen machen deutlich, dass es Unstimmigkeiten gibt. Alexander Rosen, TSG-Sportdirektor, sagte, in wichtigen Detailfragen waren wir unterschiedlicher Auffassung, sodass eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus keinen Sinn mehr macht. Und Geschäftsführer Frank Briel ergänzte, wir danken Alfred für die geleistete Arbeit und die nun gefundene einvernehmliche Lösung. Mit Blick auf die aktuelle sportliche Ausgangslage halten wir es aber für wichtig, umgehend zu handeln und für klare Verhältnisse zu sorgen. Sergio Ramos bleibt Real Madrid erhalten. Nachdem die Vertragsverlängerungsgespräche des Vertrags, der im kommenden Sommer ausläuft, während der Corona-Krise mehr oder weniger zum Erliegen gekommen sind, ist man sich laut der AS jetzt einig. Ramos wollte eigentlich einen Vertrag, der bis 2023 läuft, also 2 Jahre nach Vertragsende noch oben drauf. Real hat 1 Jahr geboten, man hat sich geeinigt, gütlicher Kompromiss, Real hat gewonnen bis 2022 für den Moment. Ein weiterer Spieler, der eigentlich in diesem Sommer eventuell seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt auflösen wollte, um zurück in seine Heimat zu kehren und seine Karriere dort zu beenden, ist bekanntlich Kapitän David Abraham. Das ganze Ding ist vom Tisch. Abraham erklärte gestern, dass er nicht nach Argentinien zurückkehren will, zumindest nicht in diesem Sommer. Die aktuelle Situation ist dafür verantwortlich, aber auch, dass er seine Karriere gerne bei Eintracht Frankfurt beenden will. Der Transfer von David Abraham nach Argentinien in diesem Sommer ist also statt jetzt vom Tisch. Thiago Silva war 2012 Paris Saint-Germains einer der ersten Superstar-Transfers. Eine der ersten Welle von den Jungs, die dem großen Geld gefolgt sind, in die französische Hauptstadt. Nun neigt sich das Kapitel dem Ende zu. Der Kapitän wird seinen Vertrag bei Paris nicht verlängern. In den letzten Wochen gab es dort einige Querelen. Denn unter anderem wollte Thiago Silva in der Corona-Krise nicht auf Gehalt verzichten und in seinem Amt als Mannschaftskapitän hat er es auch dem Rest der Mannschaft nicht empfohlen. Das Ganze rührt wohl daher, dass Thiago Silva nicht glücklich darüber ist, dass Paris Saint-Germain ihm keinen Vertrag nach seinen eigenen Vorstellungen vorlegen konnte. Nun geht das ganze Ding also zu Ende. Wir brauchen mehr Innenverteidiger-News. In diesem Fall Benedikt Höwedes. Dessen Vertrag muss nicht verlängert werden, denn er wurde gestern von Lokomotive Moskau und ihm in einvernehmlich aufgelöst. Okay? Der Vertrag existiert nicht mehr. Benedikt Höwedes möchte nämlich sehr, sehr gerne in die Heimat zurückkehren, weil er sich in Russland derzeit nicht allzu wohl fühlt. Ob er seine Karriere jetzt beendet oder ob er in Deutschland nochmal irgendwo anheuert, das steht noch in den Sternen. Aber das Einzige, was sicher ist, für Lokomotive Moskau spielt er nicht mehr. Marco Rock von Cagliari Calcio ist bei RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Gespräch. Das war ja bereits im letzten Sommer und auch im Jahr davor ist der Name immer wieder aufgetaucht. Das große Problem derzeit ist, er ist an Cagliari Calcio ausgeliehen mit 13 Millionen Euro Kaufoption. Wenn Cagliari diese Kaufoption zieht, haben sie natürlich alle Trümpfe in der Hand. Denn dann haben sie ihn gerade verpflichtet und werden ihn nicht für 14 Millionen wieder abgeben. Die Jungs wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Und das bedeutet, unter 20, 25 Millionen ist so ein Transfer nicht machbar. Und das bedeutet, Eintracht Frankfurt kann sich das nicht leisten. Der FC Chelsea hat scheinbar nach der letztjährigen Transfersperre einiges aufzuholen. Nach Timo Werner und Hakim Ziyech ist man nun an Kai Havertz interessiert. Das zumindest vermelden englische Medienberichten. Klar ist, Chelsea ist aufgrund der sportlichen Situation sicherlich nur Außenseiter bei der Jagd nach Kai Havertz, aber das Interesse scheint real zu sein und die finanzielle Situation scheint den Transfer auch herzugeben. Und dann ist heute Abend natürlich auch wieder DFB-Pokal-Halbfinale. Das erste Halbfinale dieser Saison zwischen Saarbrücken und Bayern 04 Leverkusen. Und Saarbrücken wäre natürlich in dieser Konstellation unter allen Umständen immer der große Außenseiter. Aber man muss es mal bedenken, die Regionalliga spielt nicht mehr. Saarbrücken hat das letzte Pflichtspiel gemacht am 7.3. 3 Monate, ein Vierteljahr ist es her und das Spiel vor dem letzten Spiel war das letzte DFB-Pokal-Rundenspiel gegen Düsseldorf. Und liebe Leverkusen, bevor euch dazu sicher wiegt, ruft mal in Düsseldorf an und fragt nach, was sie mit denen gemacht haben. Also, 20.45 Uhr heute DFB-Pokal, viel Spaß. Und dann gehen wir noch ganz, ganz kurz nach Gladbach. Max Eber gab gestern bei einem Interview auf der vereinseigenen Website bekannt, dass Fabian Johnson den Verein nach der Saison ablösefrei verlassen wird und auch Tobias Strobel dasselbe tut. Der geht höchstwahrscheinlich zum FC Augsburg.
Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Heute kein Livestream, okay? Und weil wir ein bisschen was für euch vorbereiten, also guckt das Daily einfach nochmal. Macht's gut.